Liebe Modellbauer und Eisenbahnfreunde, mit diesem Video möchte ich mal mich bedanken bei meinen vielen Abonnenten. Und ich bin mal mit verschiedenen Fotoapparaten auch über meine Modellbahnanlage gegangen und zeige mal ein paar filigrane Sachen und gebe Hinweise, wie ich es gemacht habe. Vielleicht bekommt der eine oder andere eine Idee, hat sowas noch gar nicht gesehen. Es ist meine Art, wie ich das mache. Aber meine Welt ist eben, das so echt wie möglich zu bauen mit den Materialien, die es gibt oder mit den Materialien, die die Natur uns zur Verfügung stellt. So, schauen wir rein. Das ist mein Brett. Die Größe sind 2,40 m x 1,20 m, aber das ist allerhand verbaut. Mein Ansinnen war, ich mache das analog, weil ich auch noch andere Hobbys habe, wie zum Beispiel solche Videos. Und ich lege sehr viel Wert aber auf die Landschaft. Und ich wollte hier keine größeren Berge bauen, denn dort fährt die Eisenbahn nur rein, man sieht sie nicht und irgendwann kommt sie wieder raus. Ich wollte sie sehen. Manche sagen, es ist zu viel drauf, aber es ist Dorfleben, es ist ein Bahnbetriebswerk und deshalb ist nicht zu viel da drauf. So. Hier ein Stück Güterbahnhof eines Bahnhofs, der auch schon älter ist. Ich hatte so von früher noch was, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das habe ich versucht mit zu verwenden. Den sehen wir dann noch größer, den Bahnhof. Auf was ich hier hinweisen möchte, ist genau dieser Postwagen. Der ist von der Firma Weinert Modellbau. Das muss man sich selbst zurechtbiegen und anstreichen, aber das sieht unheimlich echt aus. Und fast noch schöner ist dieser Postwagen hier von der gleichen Firma. Die Herausforderung ist, die Räder anzustreichen, die zweifarbig, aber das sieht echt aus. Ich habe noch nicht überall Figuren, die kommen noch hin, weil ich hier noch arbeite und staubsaugen muss und da sind sie immer weg. Aber manche Figuren habe ich schon. So, die Lampe ist noch eine alte, ich schätze mal Mitte der 60er Jahre von einer H0-Anlage. Die passt aber noch gut hierher. Das sind immer noch die Originalbirnen drin. Ich habe verschiedene Stromversorgungen mir gebaut und stelle mir die Spannung ein, immer ein bisschen weniger. Da halten die Lampen auch ewig. Und LEDs ja sowieso. So, dieses Feld ist fertig gekauft. Das Getreidefeld habe ich ausgeschnitten mit der Schere entsprechend. Aber der Rand ist selbst erstellt. Einfach eine glatte Oberfläche nehmen. Geht auch Plaste. Und Leim drauf. Entweder ein Punkt, kleiner Punkt, großer Punkt, je nachdem, welche Grasbüschel man benötigt. Oder ein Streifen. 1 cm, 2 cm lang. Und dann mit einem Begrasungsgerät. Das lädt das Gras mit 32.000 Volt auf und dann steht es senkrecht. Und wenn man das richtig macht, kann man dann auch mit dem Fotoapparat nah rangehen, das fotografieren. Wenn eine Faser schief ist, die holt man mit der Pinzette raus, aber dann sieht das richtig gut aus. Und das Feld ist original Erde aus dem Garten, getrocknet, gesiebt, mit Weißleim vermischt. Das wird dann erstmal unheimlicher Schmand und dann mit einer Spachtel hier geformt. Das sieht sehr gut aus, bleibt hart und kann ich nur empfehlen. Irgendwann liegen ja auch noch ein paar Kartoffeln rum und ein bisschen grün. Wir sind da noch nicht so weit. So, das ist auch so eine Stelle mit verschiedenen Grün. Man kann nicht nur mit einer Sorte Gras rangehen, sondern braucht für 5 Quadratzentimeter 5 bis 8 verschiedene Beutel, damit es auch entsprechend aussieht. Das ist ein Haus von Vollmer. Die meisten Häuser bei mir sind von Auhagen, aber das habe ich von einem Freund bekommen, der seine H0-Anlage aufgelöst hat. Und das hat hier einen Ehrenplatz bekommen, weil es gut zu TT passt, so ein kleines Haus. Das ist ein kleiner Lokschuppen. Da stelle ich meistens Loks ab.
Interessant ist diese Wasserpumpe, die muss das unbedingt sein, weil ich so sehr viel Dampfloks habe. Aber irgendwann bekommt die noch einen Servomotor und wird sich alleine drehen. Das schaffen wir noch. Vielleicht könnte ich auch die Lampe oben noch beleuchten. Ja, diese Diesellok darf auf keiner Anlage fehlen. Die sieht immer schön aus. Das ist eine Güterumschlagsstelle an der Drehscheibe. Da kann ich reinfahren und dann Wagen abstellen. Keine großen Güterziegel, aber einzelne Wagen. Containerverkehr gibt es selten, aber ja, so Holz und Kalk und Zement und Sand, das kann man hier verladen für das Dorf. Ein Bahnbetriebswerk, das ist auch noch von früher, diese kleine Bekohlung hier. Die habe ich dann nochmal fotografiert. Man kommt an manche Stellen schwer ran, aber das sieht man nochmal, dass ich auch Beleuchtung eingebaut habe. Gerade im Winter, wenn man hier fährt, in der dunklen Jahreszeit, brauchen die Leute ja Licht, damit sie ihrer Tätigkeit ordentlich nachkommen können. Im Stellwerk, das ist auch richtig ausgeleuchtet, nicht bloß eine Funzel drin. Da sieht man sogar die mechanischen Hebel für das Stellen der Weichen. Und das Geländer selbst gebaut aus Oberleitungsdraht von der Firma Weinert Modellbau. Das kann man sehr gut verlöten, anstreichen und kann Geländer in jeder möglichen Form bauen. Die links die Uhr an der Lokleitung, das sind auch nur passive Uhren, die nicht leuchten. Da habe ich das Ziffernblatt abgemacht, Loch eingebohrt, Leuchtdiode eingebaut, mir neue Ziffernblätter erstellt und dann die hier angeklebt. Man hat so verschiedene Kirchturmuhren und am Bahnhof eine Uhr und hier eine Uhr. Und im Modell steht eine auf dem 4, eine auf dem 6, eine auf dem 2. Gibt es bei mir nicht. Ich habe alle Uhrenblätter mir neu gemacht und die stehen jetzt alle auf 18 Uhr. Dieser Bahnhof, da habe ich auch in der Mitte eine LED-Leiste eingezogen und da ist schönes Licht, wie Neonlicht. Das sieht man dann nochmal bei einer Nachtaufnahme. Und blaues Kabel genommen, hier runtergezogen, das sieht man überhaupt nicht, die Kabel. Dieser Fahrradständer, den habe ich auch zusammengelötet, der ist schön, da kommen auch noch Fahrräder hin, aber die muss ich noch bauen. Das ist auch nochmal so eine Arbeit, wo man Schwung und gute Laune haben muss. Und die Telefonzelle sieht man da nochmal von nahen. Es gibt wenig Eisenbahnbretter mit Telefonzellen, das könnt ihr euch mal anschauen, aber es gehört einfach eine drauf. Und da steht dann auch ein Mann drin, der telefoniert. Hier das Ehepaar, was Holz macht Heu macht. Diese Figuren sind von der Firma Preiser, die sind wirklich sehr filigran und sehr schön und sehen echt aus. Meine Gärtnerei. Auch von früher, die habe ich restauriert, die Gewächshäuser beleuchtet. Da sieht man dann auch noch hinten ein kleines Gebäude und Beete zum Bepflanzen. Und hier wird sie gerade beliefert mit einem Robur. Kleiner Garten musste mit drauf, so eine kleine Anlage, wie sie früher immer üblich waren auf dem Reichsbahngelände mit Bohnenstangen. Kartoffeln, Rosen stehen vorn, Gemüse. Und in den Lauben brennt ab und zu mal Licht oder kein Licht. Das schaltet automatisch einen aus. Nicht wie in den Häusern, wo den ganzen Abend Licht brennt, weil hier ist ja nicht immer jemand. Genau, dann gibt es zwei Sandkästen und eine schöne Hollywood-Schaukel. Das ist ein Sägewerk und eine Zimmerei. Da steht oben dran Tischlerei Berger. Mein Opa hatte eine Tischlerei gegründet, der hieß Berger, und die gibt es heute noch in der Lausitz. Und dem zu Ehren habe ich hier so eine Werkstatt Tischlerei Berger genannt. Das ist eine Schmiede. Die Esse, die links ist, die habe ich extra rangebaut. Das ist so eine, die man beheizen kann, füllt man eine Flüssigkeit rein und die Esse raucht dann. Das muss ich nochmal in einem Video zeigen. Aber das
muss das sein. Hier ist auch ein Schmiedefeuer drin, das heißt eine LED, die langsam angeht, wenn man Sauerstoff reinbläst und dann wieder dunkel wird, wenn das Schmiedefeuer nicht benötigt wird. Das sind so Kleinigkeiten, man muss hier lange schauen, auch wenn das Brett zu klein ist, um hier alles mitzubekommen. Das ist ein Gewächshaus, durch Lasercut ist das möglich, da stehen Blumen drin, wer sich das von nahen anschaut. Und im Garten ein SR2, da muss man auf Messen gehen, um sowas zu sehen. Das ist natürlich nicht angemalt gewesen, das habe ich selber gemacht. Da gibt es dann nochmal ein Foto von nahen, aber das ist die Farbe, wie ich ein SR2 in meiner Jugendzeit hatte. Hier haben wir einen Biergarten, ist gerade Besuch da, deshalb werden Erinnerungsfotos gemacht und dieser Biergarten unter dem schönen Baum, der ist immer gut besucht. Ein schönes Fleckchen für die Freizeit, ein Barbierkorb daneben, der auch selbst gelötet ist, da habe ich extra ein Video gemacht, also man sieht es fast nicht und ganz, ganz dünnes Blech, den sieht man dann nochmal näher, die sehen sehr schön und sehr echt aus. Aber das ist ein schöner Platz hier. Vorne klettert ein Kind und hinten kommt ab und zu mal eine Lok vorbei. Das ist die Straße mal in Richtung Bahnbetriebswerk mit Barkas, die in Frankenberg gebaut worden sind. Früher hieß es Framo, Frankenberger Motorenwerke. Das waren schöne Lieferautos von meinem Dorf hier. Genau richtig. Hier die Kühe. Vor dem Sägewerk ist ein Abstellgleis. Erstmal kann hier ein bisschen was umgeladen werden für die umliegenden Handwerker oder die Sägespäne des Sägewerkes werden hier transportiert. Hier nochmal ein Blick in das Dorf rein. Wichtig ist auch zwischen den Gleisen immer verschieden. Grün, Gras, Büsche, was Gelbes, Goldrute war ja früher sehr oft bei der Bahn, dass das lebendig aussieht. Und dort, wo man nicht hinkommt zum Mähen, da stehen ein Büsche, wie dort an dem Signal, das belebt. So, hier habe ich hinten den Aussichtspunkt, auch wieder das Geländer selbst gelötet. Einfach Styropor genommen und Felsspachtel. Kann ich wärmstens empfehlen diese Felsspachtel, man geht kein Risiko ein. Drauf sieht aus wie Fels, man muss es kaum kolorieren, weil es schon unterschiedlich koloriert ist. Also das sieht hervorragend aus. Und wenn ich jetzt rechts darunter gehe, die meisten haben das noch gar nicht gesehen, da muss man wirklich hinschauen, aber bei mir gibt es keine Ecken, wo nichts ist, weil man da nicht hinkommt. Bei mir gibt es nur bebaute Sachen. Und hier ist ein kleiner Fluss noch, da liegt ein Stamm im Wasser und Grünpflanzen, ja, und dümpelt hier unten das Wasser vor sich hin. Hier sieht man nochmal die beleuchtete Uhr an dem Bahnbetriebswerk und auch die Lampe. Das ist nur eine kleine Plastelampe. Die ist vielleicht nicht mehr 5 mm Durchmesser. Die habe ich aufgebohrt und auch eine kleine LED eingebaut. Hier mal so eine Detailansicht von der Drehscheibe, einer der die noch mit der Hand dreht. Diese nette Lok darf nicht fehlen, die schnellste noch betriebsfähige Dampflok 18201. Die Räder sind über 2 Meter groß, weil wenn man auf die Geschwindigkeit kommen will, die Dampfkolben haben nur eine begrenzte Geschwindigkeit oder Anzahl, die die durchführen können und da muss man die Räder größer machen. Und deshalb hat die so sehr große Räder. Hier nochmal von vorn. Schöne Perspektive, der Wasserturm im Hintergrund. Ein Sandturm, weil hier hinten eine Besandungsanlage mitsteht. Und es gibt keine glatten Flächen, deshalb habe ich hier irgendwo immer noch Felsen hingemacht. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was Grünes mal drauf. Aber wie gesagt, keine glatten Flächen lassen, weil es in der Natur keine glatten Flächen gibt. Das ist nochmal die Stelle mit der Besandungsanlage. Hier gibt es auch ein bisschen Kohle. Und hier
kann man auch die Dampflokomotiven entschlacken. Da gibt es hier unter der Dampflok einen Schacht. Da kommt auch noch eine blinkende LED rein, dass es aussieht wie glühende Glut. Rechts neben dem Bahnbetriebswerk ist eine B81, eine Seltenheit. Da komme ich dann nochmal dazu. Ja, es ist nicht groß, aber ich wollte eine Drehscheibe und ich wollte ein Bahnbetriebswerk. Und da gibt es eben nur drei Einfahrten. Das ist noch ein Felsen. Das waren meine ersten Versuche, mal so etwas zu machen mit Styropor als Untergrund. Aber die sind gleich so gut geworden, und dann konnte ich sie alle zwei platzieren. Das ist ein Blick so ins Dorf rein von dem Güterbahnhof. Da gibt es einen Bahnübergang mit dem Andreaskreuz. Das blinkt auch. Habe ich Leuchtdioden hingesetzt, also Lichtschranken, und da hat es seine Ordnung. Auf dem Felsen, das ist ein Lagerfeuer, das rote hier, wird Holz gehackt von Waldarbeitern, Wanderwege, dann das Wegekreuz, was hier hinten steht, das ist, steht original zwischen Oberwiesenthal und Gottesgab. Das hat ein ehemaliger Kollege von mir mit eingeweiht, mir ein Foto geschickt, und ich habe ein Modell gebaut und mir das aufs Eisenbahnbrett gesetzt. Das ist ein schöner Blick. Man sieht das dann nochmal von nah an einen Deich hier unten. Mitten im Dorf hatte ich keinen Platz für einen Deich. Da habe ich das so angedeutet, dass da hier unter der Brücke ist. Da ist eine Badestelle. Die Feuerwehr macht ja gerade eine Übung mit dem Schlauchboot. Und man schaut hier in Richtung Bahnhof und diesen Berg da hinten, wo diese Waldarbeiter sind, die das Holz bearbeiten. Und hier sieht man eigentlich nur, wie schön die Bäume sind mit den Äpfeln. Also man kann ganz schön ins Detail gehen und vielleicht auch der Bahndamm, wie der bepflanzt wurde. Auch lebendig, nicht nur eine Grassorte. Hier schauen wir mal in den Bahnhof rein mit der Pumpe und Enten. Hier grasen ein paar Kühe, natürlich mit einer Hecke, dass sie nicht auf die Schienen kommen. Ein Apfelbaum steht logischerweise mit im Bahnhof. Ja, hier sieht man nochmal schön die Telefonzelle. Einer, der drin steht, telefoniert. Das sieht auch so aus, als hätte er einen Hörer in der Hand. Und der Güterschuppen am Bahnhof. Und mein schöner Fahrradständer. Das ist mal eine Nachtaufnahme. Im Hintergrund der Bahnhof und das Försterhaus, das Dorf. Und hier sieht man auch die Beleuchtung des Daches von dem Bahnsteig, der Güterschuppen beleuchtet und auch der Bahnhof. Es sind auch alle Wagen beleuchtet bei mir. Das ist interessant, das ist nämlich richtiger Waldboden. Da habe ich lange überlegt und bin in den Wald gegangen, habe mir Laub geholt und Tannennadeln geholt. Habe die mindestens eine halbe Stunde mit einem Wiegemesser bearbeitet und gesiebt. Und rausgekommen ist dann so richtiger Waldboden. Das Schild hier hinten, das habe ich mir abfotografiert im Wald. Hunde anleinen und so ist das entstanden. Ja, hier nochmal das Wasser, welches irgendwann mal einen Servomotor bekommt. Dann kann ich das mit dem Video zeigen. Das zeige ich dann nochmal von innen, aber das ist mein Steuerpult von oben. Da habe ich lange überlegt, wie soll ich es denn machen. Ich kann mir gar nicht merken, wo welche Weiche ist. Das ging nur mit so einer Skizze. Und ich wollte auch echte Rückmeldungen haben von den Weichen. Das bedeutet im Klartext dann lauter Kabel zu den Weichen und wieder zurück. Das ist natürlich eine Arbeit. Da ist man mal ein Jahr dran und kann überhaupt nicht fahren. Und die Schalter, damit schalte ich meine Gleise ein und aus, damit die Loks
und die Züge auf den Gleisen stehen bleiben können. Aber so habe ich eine schöne Übersicht über die Anlage, auch wenn es nur analog ist.